Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wart ihr schon mal in Paris? Und was war so euer Highlight? Was könnt ihr empfehlen? Bist du gerade vom Bett gef... Hallo. Servusigkeiten, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Immer noch Hotel am Start, diesmal vom Bett aus und nicht von der Fenster-Ding aus, weil ich habe ja, einmal haben wir ja das Unboxing-Video gemacht, da haben wir ja gezeigt, was wir so aus dem Disneyland mitgebracht haben, und dann das zweite Video war, was mein Eindruck persönlich von Disneyland ist. Jetzt reden wir mal aber ein bisschen über Paris. Was ist so eigentlich mein Eindruck von Paris und lohnt sich da wirklich hinzugehen? Das alles und mehr jetzt. Also, erstens muss ich sagen, Paris ist eine wirklich sehr teure Stadt. Es ist eine sehr teure Stadt. Wir wussten zwei Sachen im Vorfeld schon. Sache 1, dass Paris halt wirklich sehr teuer ist und einer der teuersten Städte ist, die so Europa zu bieten hat. Die einzige Stadt, die wirklich noch teurer ist, ist einfach London. Es ist einer der teuersten, ist wenn nicht sogar die teuerste Stadt in Europa. Und ansonsten wussten wir, dass die Franzosen ziemliche Englischverweigerer sind. Also die finden Fremdsprachen nicht cool. Allerdings hätten wir uns schon ein bisschen gewünscht, dass wenigstens die im Hotel Englisch sprechen. Das aber auch nur bedingt. Also meine Freundin hat mit denen kommuniziert und ja, teilweise wurde dann auch Google Übersetzer benutzt von denen ihrer Seite aus, wo ich mir dachte, come on, also eigentlich müsstest du da schon gut Englisch sprechen. Wir waren im Hotel Picardie Gare du Nord. Geht da nicht hin. Erstes Licht war nicht angeschaltet, zweitens waren wir im 8. Stock, drittens hat der scheiß Fahrstuhl einfach nicht funktioniert, oder beziehungsweise er funktioniert, aber wir sollen ihn nicht benutzen. Und dann Bett komplett dreckig, alles scheiße, kaltes Wasser teilweise, Frühstück voll für den Arsch, also da sind ein paar Brote, das war's. Keine Croissants. Croissants gibt's dann erst später, wenn die mal so weit sind. Das Problem ist aber allerdings, wenn du im Hotel bist und sagst, wir haben von 6.30 Uhr bis 10 Uhr Frühstücksbuffet. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das eine rein deutsche Denkensweise ist, aber ich persönlich würde mir dann denken, okay, da muss ich aber auch mit rechnen, dass um 6.30 Uhr schon Leute auf der Matte stehen. Also nicht, wir sind nicht, nicht mal um 6.30 Uhr hin, wir sind um 7 oder 7.30 Uhr hin. Und da waren die Croissants immer noch nicht am Start, wo ich mir dachte, also ich persönlich, wenn ich im Hotel arbeiten würde, wenn 6.30 Uhr heißt Essenszeit, dann steht aber auch alles bereit. So, dann mache ich auch alles ready, dass die Leute sich hier noch bedienen müssen. Aber okay, ist halt anderes Land. Ja, dann tatsächlich sieht man ja immer mal wieder in Aufnahmen halt die schönen Ecken von Paris hauptsächlich. Aber wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann ist Paris schon wirklich eine sehr dreckige Stadt und teilweise wirklich auch urinverseucht. Also es ist gar nicht so schön, wie man sich das immer vorstellt. Dann, ja wie gesagt, das halt auch wirklich hier mit Englisch kommst du relativ weit, aber auch nicht immer zu 100% zurecht. Meine Freundin hat sich dann so eine Taxi-App runtergeladen. Wie heißt die App? FreeNow. FreeNow. Kann man weltweit benutzen. Kannst du immer wieder Leute holen und dann kannst du die Route schon eingeben. Dann zeigt er dir an, wie viel das kostet bis dahin. Dann kannst du auf Wunsch bestellen. Und wenn dann jemand in der Nähe ist, der das annimmt, dann fährt er dich dahin. Ist eigentlich super cooler Service. Mhm. Also haben wir jetzt eigentlich durchgehend benutzt bis zum Disneyland und wieder zurück. Auch hier jetzt heute, als wir uns Paris angeschaut haben, haben wir das verwendet. Das geht eigentlich, auch preislich geht es. Wir haben die Notre Dame gesehen, die wird ja gerade noch gebaut, weil ja, also wieder aufgebaut, nachdem die ja komplett abgefackelt ist. Aber es war cool, mal davor zu stehen und auch ein bisschen weird, weil ich sowieso so ein richtiger Geschichtsexperte bin und dann stehe ich auf dem Platz und denke mir so, vor 300 Jahren wurden hier Leute mit einer Guillotine geköpft und ich stehe da jetzt einfach und denke mir so, wollen wir das wiederholen? Nein, Spaß, habe ich nicht gedacht. Haben wir dann noch die Saint-Chapelle angeguckt, die ist ja auch da relativ in der Nähe. Dann waren wir beim Louvre, da wollten wir eigentlich auch rein. Wegen der Kapelle. Eine coole Kapelle. Meine Freundin ist ein bisschen Kulturbanause, wäre nicht so geschichtsmäßig. Eigentlich mich auch, würde ich mal behaupten, auskennen, aber sie hat einfach Sachen gepostet und nicht einfach nicht den Standort angeguckt, nicht so eine coole Kapelle, noch eine coole Kapelle, irgendeine Statue, sowas hat sie gepostet und ich dachte mir so, oh babe. Ja, und ansonsten Louvre mal zu sehen, ist cool, es hat einen super krassen Innenhof und auch diese Glaspyramide.
jetzt im Nachhinein finde ich es blöd, dass wir eigentlich gar nicht hingegangen sind und die uns mal genauer angeschaut haben, sondern wir haben nur so von beiden, ah cool, so einfach weitergegangen. Können wir ja nochmal machen. Können wir ja nochmal machen. Waren wir dann auch bei unserem Highlight, das war der Eiffelturm, beziehungsweise war es bei mir. Was war bei dir das Highlight so von allem, was du heute gesehen hast? Ich wäre gerne in der Pyramide und hätte mit Steinen geworfen. In der Glaspyramide? Genau. Gut, ich muss sagen, der Eiffelturm, das war ein komisches Gefühl, weil man kennt es. Man kennt es auch aus der Schule und generell schon oft gesehen, oft gehört. Und dann, dass du so weißt, du stehst jetzt wirklich selber davor und es ist wirklich true, was du jetzt gerade siehst. So, ist einfach, war schon jetzt ein mega weirdes Gefühl, aber es war cool, das einfach mal zu sehen. Vor allen Dingen ist das Ding groß. Sehr groß. Noch größer, als ich es mir vorgestellt habe. Über 340 Meter, glaube ich, stand im Internet. Weißt du, wie groß der Eiffelturm ist? Nein. Ja, ich war im Bad und dann hat die gesagt, ich sehe den gar nicht. Und ich so, das ist hinterm Haus. Und die so, ja, vielleicht ist das so klein. Dann habe ich gesagt, hä? Also warum sollte der so klein sein, dass der hinterm Gebäude verschwindet? Dann ist er so, warst du noch nie vom... Nee, warte mal, was habe ich gesagt? Weißt du eigentlich, wie groß der ist? Ja, genau. Ich so, weißt du eigentlich, wie groß der ist? Und sie so, nein. Deswegen sind wir hier. Ich muss sagen, der Eiffelturm, das war wirklich cool. Dann haben wir zusammen im Parking gechillt und haben sich einfach Daumen gefetzt. Nein, mit dem Raben. Ja, mit dem Raben. Also erst kam so ein Rabe. Dann hat er sich so ein bisschen mit einer Taube angelegt ums Essen. Dann kam ein zweiter Rabe. Die Taube hat einfach beide Raben geäfft. Und dann kam noch so eine zweite Taube. Die hat aber auch nichts gemacht. Die ist relativ schnell, weil die sich dachte, okay, der hat alles im Griff. Dann, was haben wir dann? Genau, und dann waren wir noch bei der Champs-Élysées. Und haben was bei Five Guys gegessen. Das habe ich mir noch gesagt, vergessen. Und da war meine Freundin sehr stolz auf mich. Da war sie, glaube ich, super froh darum, mit mir zusammen zu sein, von allen Menschen. Ja, du musst aber auch noch dazu sagen, warum ich so sauer war. Ich hatte echt Angst um meine Spritze. Man muss dazu sagen, meine Freundin, die ist allergisch gegen Bienen, Wespen und alles. Und wenn sie gestochen wird, braucht sie eine Adrenalinspritze und dann muss man danach den Notruf wählen. Ja, das war halt in dem Rucksack mit drin und alles. Und das ging aber auch super schnell. Wir sind aufs Klo gegangen und ich dachte dann so, fuck, irgendwas fehlt mir doch. Dann habe ich gemerkt, okay, der Rucksack hängt nicht mehr da. Beim Runtergehen war der auch einfach schon weg. Das ging super schnell, die Scheiße. Der war auf einmal weg. Und ich dachte mir so, ey, Alter, Paris ist ja auch eine Stadt, die ist auch bekannt dafür, dass da geklaut wird wie ein Rabe. Also da musst du echt aufpassen, dass dir nicht die Unterbuchse unterm Arsch weggeklaut wird. Und das ist halt auch wirklich true. Also es ist oft genug schon auch gesehen, dass oder gehört, dass Leute einfach mal 5 Minuten irgendwo anders hingeschaut haben. Und die auf einmal haben die kein Handy mehr oder alles. Auf jeden Fall, ja, das war dann so ein bisschen verkackt meinerseits aus. Wir haben ihn wieder und ich habe weder Sexverbot noch, noch wurde ich verlassen. Also ist der Tag gar nicht mal so schlecht. Und das ohne den Antrag vom Eiffelturm? Ohne den Antrag vom Eiffelturm. Ihr müsst unbedingt mein TikTok abchecken, dann versteht ihr die Geschichte auch. Aber ich habe ja dann Disney-Rucksack gekauft. Ey Leute, Tipp an euch Jungs. Wenn ihr es richtig verkackt habt, kauft einen Disney-Rucksack mit Mickey Mouse Ohren, die glitzern. Safe. Safe. Nicht immer. Nein, natürlich nicht immer. Ja, und die Champs-Élysées, davon haben wir eigentlich gar keine Bilder gemacht und Videos dazu im Nachhinein, muss ich sagen. Eigentlich voll sad. Aber trotz alledem ist es eine sehr schöne Straße. Es ist eine sehr schöne Straße, aber auch unglaublich belaufen. Und das Witzige ist, da gibt es sogar einen Stranger Things Markt. Aber da standen so viele Leute davor, dass wir dann halt keinen Bock hatten, da hinzugehen. Obwohl ich mal ganz gerne reingegangen wäre und mal geschaut hätte, was da eigentlich so drin ist. Aber schien ein Klamottenladen zu sein. Dann kann man das nächste Mal machen. Ja. Inzwischen hat ja Netflix einige Serien und Filme, die so selbst von ihnen produziert wurden. Mhm. Wie Stranger Things. Das ist ja wirklich eine Netflix-Production. Warum machen die nicht eigentlich einen Netflix-Park? Mit solchen Sachen, so Achterbahn von Stranger Things und was weiß ich, was da alles noch so läuft. Das ist nicht eigentlich auch cool, da könnte man bestimmt einiges machen. Ich glaube auch, nachdem Netflix auf der ganzen Welt bekannt ist, könnte man da... Wäre der bestimmt gut besucht. Vielleicht nicht so gut wie Disney, aber... Das solltest du vielleicht nie in dein Video reinpacken, weil das könntest du ja eigentlich... Oh Gott, wie heißt das? Patent. Ein Patent drauf anmelden.
Ja, wahrscheinlich. Und meine Freundin hasst Brücken. Und dann sind wir über eine super. Jetzt sind wir über eine Brücke gelaufen, die sehr morsch war und altes Holz. Ich glaube, die ist halb gestorben. Einfach dreimal mindestens ist die gestorben. Innerlich. Weil die Frau ja. Excuse me. Und ich so, nein! Nein! Die hat dann einfach auf Deutsch irgendwann geantwortet. Da haben irgendwelche Leute gewollt, dass wir so Petitionen unterschreiben und die so, ah, no, sorry, no, no, no. Und dann irgendwann so macht der Fünften oder so, die so, nein! Weil die schon eh so übel gestresst war, dass sie über die Brücke laufen musste. Was waren jetzt dein Highlight? Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Du hättest gern was? Ich hätte gern immer noch einen Franzosen mit Baguette verprügelt. Was war dein Highlight in Disneyland? Definitiv der Marvel Campus und die heftige Achterbahn und Rapunzel. Dass sie dir zugewunken hat. Ja. Würdest du nochmal herkommen? Ja. Mein absolutes Highlight waren die Naruto-Ramen. Stimmt, das habe ich voll vergessen zu erwähnen. Ja. Wir haben Asia-Food-Laden gehabt, direkt am Hauptbahnhof. Wir sind ja nicht so weit weg vom Hauptbahnhof, 2-3 Querstraßen. Und da gab es richtige, aus dem Anime Naruto, richtige Ramen. So wie es da gibt. Und die waren bombastisch. Wir haben jetzt jeden Tag da gegessen. Jeden Abend. Das ist am Mittwoch, haben wir das erste Mal da gegessen. Ja. Donnerstag und jetzt heute, Freitag. Ja, ich würde einfach gern so 10.000 Packen mit nach Hause nehmen. Ja, übel. Das war auch richtig gut. Also das war, kannst du echt nichts sagen. Und wie gesagt, Leute, packt euch, wenn ihr hierher kommt. Echt, packt euch einen richtig fetten Batzen Geld zusammen. Mhm. Also, ich habe da jetzt echt saumäßig ausgegeben. Mhm. Wir beide. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wart ihr schon mal in Paris? Und was war so euer Highlight? Was könnt ihr empfehlen? Bist du gerade vom Bett gefallen? Ist gerade vom Bett gefallen. Au. Ah ja. Alles gut. Oh, ja. Und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr nicht da gewesen sein solltet, was ihr da gerne sehen würdet oder ob ihr überhaupt mal nach Paris wollen würdet. Ansonsten war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein bei Fisch. Tschüss.